Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kollegin Hiller. Der Antrag ist ja gar nicht mal so gut, aber er greift ein richtiges und ein wichtiges Thema auf. Übrigens auch für uns als Koalition. Die Bäder sind in dieser Legislaturperiode doch ein ganz wesentlicher Teil unserer Politik gewesen, weil sie eben für uns ein wichtiger Teil der staatlichen Daseinsvorsorge sind. Und praktischerweise haben Sie an Ihrem eigenen Antrag in der Begründung auch anerkannt, wie wichtig die Bäder für uns gewesen sind, indem Sie darauf hingewiesen haben, dass wir im vergangenen Haushalt weitere 4 Millionen Euro konsumtiv pro Haushaltsjahr zur Verfügung stehen, damit die Bäder vernünftig betrieben werden können. Da Sie die Haushaltsberatung angesprochen haben, sind Sie denn der Auffassung, dass mit dem Geld, das in den Haushaltsberatungen eingestellt worden sind, die Gewähr dafür geboten ist, dass der Anspruch des Bäderkonzepts verwirklicht werden kann, tatsächlich die Bäder zu sanieren und die gesamte Badfläche aufrechtzuerhalten? Ja. Oh. Ich freue mich trotzdem auf die... Ich komme ja auch noch zu ein paar Worten. Ich freue mich auf die Debatte im Ausschuss. Wie gesagt, im Antrag steht nicht nur Richtiges. Frau Hiller, Sie müssten doch aus Ihrer eigenen Anfrage vom Februar wissen, dass Befristung und Leiharbeit kein größeres Problem bei den Bäderbetrieben sind. Ich glaube, es gibt eine befristete Stelle und eine Person, die mal mit einer Leiharbeit besetzt wurde. Und dass das so ist, ist übrigens auch ein Verdienst der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in dieser Koalition, die sich sehr stark dagegen gesperrt haben, dass solche Arbeitszeit- und Arbeitsmodelle Einzug bei den Berliner Bäderbetrieben halten. Es gibt relativ viel Positives auch zu sagen zu den Bäderbetrieben im letzten Jahr. Es gibt mehr Betriebsstunden, der Kostendeckungsgrad ist gewachsen und auch die Beschäftigtenzahl ist wieder angewachsen. Aber Sie haben recht, Frau Kollegin Hiller, es gibt auch noch viel Schatten. Es gibt viel zu viele Schließzeiten, viel zu viele kurzfristige Schließzeiten. Öfter stehen Badegäste vor der Tür, weil aus personellen Gründen an einem Tag, einem Nachmittag, einem Vormittag ein Bad nicht geöffnet werden kann. Und Sie haben völlig recht, der Anspruch der Berliner Bäderbetriebe und der Anspruch auch dieses Hauses und des Senats muss es sein, dass es verlässliche Badezeiten für die Berlinerinnen und Berliner gibt in allen Hallenbädern und im Übrigen auch in allen Frei- und Sommerbädern, die jetzt wieder öffnen. Und insoweit bleibt nur zu sagen, die Bäderbetriebe haben einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Herr Scholz-Fleischmann wird morgen zum ersten Mal sich vorstellen, auch im Sportausschuss des Abgeordnetenhauses. Und ich bin mir sicher, dass wir ihm da gemeinsam diese Erwartung an Verlässlichkeit bei den Bäderbetrieben, an eine zukünftig bessere, wieder bessere Personalausstattung auch mitgeben werden. Wir als Abgeordnetenhaus haben dafür die Voraussetzungen mit der deutlichen Erhöhung des konsumtiven Zuschusses für die Bäderbetriebe gelegt. Und ganz richtig, ja, wir haben in den vergangenen eigentlich 10 Jahren, da waren nämlich Sie noch dabei, liebe Linke, einen großen Schwerpunkt auf die Bäder gelegt, auch wenn Sie sich nicht mehr daran erinnern können und wollen, dass es zum Beispiel ein Bädersanierungsprogramm mit über 60 Millionen Euro zusätzlich gegeben hat. Insoweit bleibt, dass wir relativ selbstbewusst auf das gucken können, was in den vergangenen Jahren bei den Berliner Bädern erreicht worden ist. Ich würde mir im Übrigen auch wünschen, dass das eine oder andere, was wir im Ausschuss angesprochen haben, was wir auch immer wieder in diesem Parlament angesprochen haben, schneller umgesetzt worden wäre, auch bei den Berliner Bäderbetrieben. Politik muss sich tatsächlich vielleicht auch nicht jeden Schuh anziehen an der Stelle und vielleicht sollten wir tatsächlich auch mal gemeinsam auf die politischen Erfolge, die erreicht worden sind, eben im Haushalt stolz sein und gemeinsam daran arbeiten, dass die Berliner Bäderbetriebe jetzt auch die Kraft finden. Das Geld ist jedenfalls da, um die politischen Vorgaben, die man übrigens machen können muss, wenn man 50 Millionen Euro als Land Berlin jedes Jahr in die Berliner Bäder investiert, dass diese politischen Vorgaben auch umgesetzt werden. Vielen Dank.